Also die Ernährung hat eine große Wichtigkeit fürs Klima, was viele nicht wissen. An den globalen Treibhausgasemissionen hat das Ernährungssystem, wenn man alles einrechnet, einen Anteil von einem Drittel. Der Rest sind fossile Energieträger, das heißt die Erreichung des 1,5 Grad Erwärmungsziels ist also ohne Umgestaltung des Ernährungssektors nicht darstellbar. Ja, ein ganz wichtiges Thema ist der Anteil von tierischer Ernährung, also Fleisch, Milchprodukte, weil viele der Treibhausgasemissionen, vor allen Dingen Methan- und Lachgasemissionen, aber auch viele andere Umweltprobleme, Stickstoffüberschüsse, Verlust an Biodiversität und natürlichen Lebensräumen, haben direkt oder indirekt mit der Tierhaltung zu tun. Das heißt, der Haupthebel, um die Emissionen im Agrar- und Ernährungssystem zu reduzieren, ist tatsächlich Reduktion vom Verbrauch tierischer Lebensmittel und damit dann auch Reduktion der Tierzahl in der Landwirtschaft. Jede Veränderung in der Ernährungsweise, wie auch bei der Mobilität aus Klimaschutzgründen, muss natürlich sozial abgepuffert werden, weil ärmere Bevölkerungsschichten weniger Möglichkeiten haben, kurzer Zeit ihre Lebensweise umzustellen. Aber in diesem Fall ist es so, dass eine stärker pflanzlich orientierte Ernährung in aller Regel auch tatsächlich günstiger ist, als tierische Produkte zu sich zu nehmen. Also insofern denke ich, in der Ernährungsumstellung ist die soziale Frage nicht ganz so gravierend wie jetzt bei der Mobilität zum Beispiel. Trotzdem ist es so, wenn wir von tierischen Nahrungsmitteln, vor allen Dingen Milchprodukten, auf pflanzliche Produkte umstellen, muss man natürlich darauf achten, dass man eine vielfältige Ernährung erhält, damit man alle Vitamine, die nötig sind, zu sich nimmt. Und da ist vor allen Dingen, glaube ich, auch der Aspekt der Bildung, der Ernährungsbildung wichtig, dass die Leute überhaupt wissen, wie stelle ich denn meine Ernährung vielfältig zusammen, damit ich auch wirklich mit allen wichtigen Nährstoffen, Makronährstoffen versorgt bin. Wir wollen möglichst stark die Treibhausgasemissionen reduzieren. Wir wollen die drei Säulen Umweltverträglichkeit, Gesundheit und aber auch Ungleichheit und Fairness gleichwertig nebeneinander behandeln. Und wichtig ist, glaube ich, auch diese Aspekte auch in die Politik reinzutragen. Ja, ich glaube, es sind immer zwei Aspekte wichtig. Das eine ist das eigene Handeln. Jede sollte natürlich sich fragen, was kann ich tun, um zu einer Veränderung zu führen? Ich kann mein Mobilitätsverhalten verändern, ich kann mein Ernährungsverhalten verändern, ich kann auch vielleicht eine neue Idee entwickeln. Also das eigene Handeln und in irgendeiner Form auch Vorbild, Pionierarbeit leisten. Und der andere Aspekt ist aber in irgendeiner Form auch politisch wirksam zu werden. Also, dass man die Bundestagsabgeordneten aus seinem Wahlkreis denen auf die Füße tritt und sagt, hier muss sich was verändern, oder dass man politisch in der Bürgergesellschaft aktiv wird. Weil ich denke, dass man die Verantwortung nicht nur auf den einzelnen Personen abladen darf, sondern beide Aspekte sind wichtig, eigenes Handeln und politische Wirksamkeit. Bildung, Bildung und nochmal Bildung.